So, hier meine Freunde auf YouTube. Eine erste Probefahrt von meinem neu gestalteten Lego Traumflug. Das Plafond ist riesig. Das ist 16 mal 9, also 9 16er Lochbalken lang. Es ist ein riesiges Plafond. Die Höhe ist relativ knapp 60 cm und es fährt sich schon ganz gut. Fahren wir mal an. Teilweise wippt der Antrieb noch. Das sind am Schleifring zwei Totstellen, die muss ich noch ausmerzen. Da habe ich noch keine Idee und noch keine Lösung gefunden. Da müsste ich vielleicht noch einen dritten Schleifer anbringen. Ihr werdet ja sehen, wie das Ganze etwas aufwippt gleich. Jetzt. Da sind zwei Totpunkte, die muss ich noch ausmerzen. Der ganze Aufbau, nur der Drehkörper, wiegt fast 2 Kilogramm. Den Hub steuere ich über zwei M-Motoren an. Die Drehung des gesamten Drehkranzes über einen XL-Motor und die einzelnen Drehgondeln mit diesen M-Motoren. Und hier oben der Seraph, das ist vom Flug der Seraphim, den werde ich auch wieder drehbar bauen. Rechts und links davon habe ich zwei LEDs, die muss ich nur noch anschließen und das Ganze ein wenig verkleiden, die ganze Kabellage und die ganze Elektrik. Soweit erstmal diese kleine private Aufnahme, beziehungsweise für YouTube.